So, und damit geht's weiter mit einer neuen Runde auf dem Australia. Ich bin heute mal früher online. Wir haben jetzt auch mal Buffs und so. Zumindest, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Item Drop Rate, Pena Rate, okay. Gut, ich würde sagen, keine Zeit verschwenden. Power-Ups laufen auch noch. Ich war seitdem nicht mehr online. So, Skills sind an. Haben wir alle? Keiner ist im Dungeon drin. Let's go. Genau, also ich habe nicht die Zeit gehabt, leider hier Shroom privat, also offscreen zu farmen. Das ist momentan zeitlich einfach ganz, ganz schwierig. Ich bin halt so gefühlt so von Tag bis Nacht oder von Nacht bis Tag oder Tag und Nacht halt eigentlich nur am Coden lernen und dann irgendwann überschlafen, zwischendrin mal essen, ein paar Sachen mal 3D drucken und das war's wirklich. Also mein Tag besteht aus nichts mehr anderem. Ich komme nicht mehr generell auch privat zum Zocken oder so. Also ich habe mit zwei Freunden letztens ein Game angefangen. Das fällt mir gerade den Namen nicht mehr ein. Nicht Factorio. Foundry. Ja, heißt so ähnlich. Und ich meine, ich komme nicht mehr dazu, dass ich das mit denen irgendwie zocke oder so. Es ist wirklich verrückt. So, ich suchte halt solche Games eigentlich echt gern, solche Factory-Games und so, aber ich habe gesagt, so, es geht halt einfach nicht mehr so. Ich will halt vorankommen, ich will weiterkommen, ich will meine Sachen machen und dann klappt das halt einfach nicht, wenn ich dann, keine Ahnung, drei Viertel oder auch nur die Hälfte des Tages irgendwie dann mit Zocken verbringe. Ist ein bisschen blöd, aber naja, ich kann es nicht ändern. Ist einfach so. Und natürlich auch hier, das Play hat leider jetzt ein bisschen Nachteil dadurch, denn ich kann halt einfach nicht so viel ja, ohne euch, ohne Let's Play farmen, wie ich gern wollen würde. Das ja, aber ich meine, ich versuche halt zwischendrin trotzdem ein bisschen reinzugehen, mal ein paar Sachen zu farmen, mal Shops durchzuschauen und so. Dass das halt irgendwie hinhaut. Und ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Also, das passt schon irgendwie. Genau, so, also hier unser Counter, ein Drittel haben wir schon wieder. Vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht schaffen wir sogar zwei Runs heute. Ja, wenn wir schnell sind, vielleicht. Könnte eigentlich klappen, oder? Genau, also wir brauchen halt auf alle Fälle die restlichen Set-Teile. Wir haben jetzt aktuell, so, machen wir so, 3 von 5. Dann brauchen wir die Mystical Kratos Roadie-Teile. Golden Glove haben wir schon. Schild können wir noch craften. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch schon das Hauptding eigentlich. Alles andere ist eigentlich. Ja, ansonsten brauchen wir nichts mehr. Beziehungsweise Schild kann sogar warten, weil das ist halt dann nur die XP. Und die XP brauchen wir jetzt nicht zum Farmen. Und ja, wenn wir das haben, dann könnten wir eigentlich direkt. Wie machen wir es denn eigentlich dann? Dann können wir eigentlich Knight leveln. Oder? Ja. Es sei denn. Ja, es sei denn, wir farmen halt irgendwie das Ballist-Set zusammen. Was ein bisschen dauert irgendwie. Ja, dann könnten wir dem auch noch versuchen, zumindest irgendwie halt das Set zu uppen auf plus 14, plus 16 oder so. Damit wir dann Solo-Meteor farmen können. Das wäre halt die alternative Idee, theoretisch. Aber das Ding ist halt, wir werden halt echt lange dafür brauchen. Also, das geht halt nicht innerhalb von einem Tag oder so. Ja, schwierig. Also, müssen wir uns mal überlegen. Was haben wir hier? Haben wir noch nicht kein anderes Schild oder so? Ach nee, ich habe nur das HP-Schild geabt, oder? Ja, genau, stimmt. Stimmt. Okay, wir sind halt echt krass behind irgendwie mit dem Ganzen. Genau. Ja, okay, aber ich glaube trotzdem. Ja, also. Was man vielleicht. Ich überlege gerade. Was könnte man denn probieren? Wir könnten. Was bringt das? Das bringen hier 5 Teile. 4 Teile? 5 Teile. Additional Damage zumindest.
Belistet mit HP-Schild wahrscheinlich oder so. Weiß ich nicht genau. Habe ich irgendwo Belistteile da? Ne, ich habe es eingelagert. Shit. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht mit einem Belist-Set und so. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch dann das HP-Set. Ja, und dann halt irgendwie versuchen, dass wir halt den Dungeon schaffen damit. Also halt Red Meteor schaffen. Das wäre dann schon geil. Dann könnten wir eben auch Teile für Night farmen und 120er AOE-Set für uns und so. Das wäre schon sehr geil. Weil ihr müsst ja auch bedenken, so den Knight kann ich halt auch mit einem 60er-Set ohne Probleme auf 120 leveln. Aber auf 120 dann geht es einfach darum, dass wir halt ein Set haben oder ein Setupen, was dann wirklich auch zum Beispiel den Boss hier, diesen Gratis-Boss hier, den Shroom-Boss tanken könnte. Und dafür brauchst du dann schon ein ziemlich gutes Set in meinen Augen. Nicht ziemlich gut, aber schon, ja, schon gut. Also schon, ich glaube, unter plus 10 geht auch beim Knight wahrscheinlich nichts. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dementsprechend müssen wir einfach dann schauen. Leute, ich könnte schon längst den Miniboss killen, also die Mitbosse. Deswegen müssen wir dann eben schon schauen, dass wir ja, halt irgendein Set haben, das auf plus 10 appen, aber halt nicht einfach irgendein Trash-Set. Genau. Ja, das wird tricky, das wird wirklich tricky. Also, wie gesagt, mein Favorit wäre auf alle Fälle, das kann man auch mal wegschmeißen, oder scrappen, besser gesagt, auch das hier könnte man theoretisch scrappen oder so, keine Ahnung. Ja, mein Favorit wäre auf alle Fälle, dass wir das Bloody-Set zusammenfarmen können, irgendwie. Und ja, ich sage mal, es ist schwierig, glaube ich. Weil das Problem ist halt, also zum einen die HP, aber halt auch zum anderen der Schaden, weil ich meine, klar, wir können jetzt genug HP haben, um das Ding zu tanken, aber dann haben wir vielleicht nicht genug Sackblatt oder können halt generell nicht genug Schaden machen, dass halt so ein Boss halt dann, also ein Meteor-Run irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde dauert oder so. Das ist auch nichts in der Sache. Sag, wo sind denn die Bosse hier? Bin ich blind? Bin ich schon vorbeigelaufen? Waren die da oben? Und dann hat er schon dreimal gefarmt und ich weiß es wieder nicht mehr. Gibt es doch nicht. Wo sind denn die Viecher? Oh, wie ich diese riesigen Dungeons hasse. Mann. Es laufen wieder zurück. So, Kopf eingeschalten. Mobs gefunden. Nein, kommt noch hier. Okay, dann machen wir es eben so. Gut, ich weiß gar nicht, was die Dinger an HP haben. Gefühlt schon echt einiges. Aber der Schaden ist bei uns eigentlich schon ziemlich gut eigentlich. Genau. Ja gut, das Ding ist schon auf Ulti. Ja, wir könnten halt auch den Nackt... Ja gut, ich meine, wir könnten... Lass mal überlegen, wir könnten auch... Wie viel... Bringt das Block gerade? Nee, bringt HP, wobei. Was wäre? Gedankengang, okay? Gedankengang. Was wäre, wenn wir hier Mystical Gratis Set farmen? Mit Schmuck. Ja, alles auf 101. Und sie komplett auf pure STR statten und damit versuchen, Red Meteor zu killen. Weil, der Gedanke ist folgende. zusätzlich diesen Nackel vielleicht auf plus 9, plus 10 zu bringen. Irgendwie ist es ja gefühlt nicht so schwer, scheinbar, oder? Wie viel haben wir noch? 96 Versuche bis zum garantierten Upgrade, was es machbar ist. Wenn wir jetzt 6, sogar 9% Sackblatt drin hätten und dann nochmal hier 3% Sackblatt hätten, also Soul Leeching, dann müssten wir doch locker, also dann müssten wir doch echt easy diesen Damage vom Red Meteor irgendwie ausgleichen können, oder? Das kann doch nicht sein. Also es wäre so mein Gedankengang irgendwie. Und vielleicht braucht man nicht mal ein AOE-Set dafür oder so. Und gut, ich meine, unser Mystical Gratis-Set müssen wir auch ordentlich uppen. Aber es ist halt machbar, weil das haben wir eine längere Zeit. Und ja, also in meinen Augen wäre es halt eigentlich die sinnvollere Option, oder?
Also ich würde sagen, wir probieren das, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber müsste funktionieren. So, okay, letzten paar Prozent. Bin mal gespannt. Also wir brauchen nur noch Kette und ein Earring. Und dann sind wir komplett. Ah gut, wir müssen trotzdem noch diese kleinen Kackmobs farmen wegen... Naja, ihr wisst schon warum. Genau. Na, schau mal, vielleicht haben wir Glück. Wieder ein Ring. Wow. So, kommt, sterben wir Mistviecher. Könnten, by the way, auch hier mal AOE reinlegen. Na, okay. Geht ein bisschen einfacher. Aber ich glaube allein, dass die Decks schon mal einiges in Crit-Rate bringen und auch Blockrate und so. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einen relativ positiven Effekt hat auf unser ganzes Getränke und so. Na gut, wir haben noch einiges an HP hier, an HP-Bonis. Ah, die müssen wir natürlich ausgleichen irgendwie. Wobei, nee, wir haben gesagt, Schild brauchen wir nicht unbedingt. Dann verlieren wir halt nur die Kette eigentlich. Ja, okay. Genau. Mystical Ultimate Kratos, Golden Gloves, genau. Ringkette, ja klar, das wird funktionieren. Warte mal, macht das eigentlich gerade schon Sinn, dass wir 250? 275? Warte mal, sind wir dumm? Sind wir zu primitiv? Denken wir zu primitiv? 17,8 KZ, oh Gott. Keine gute Idee, was wir gerade machen. Das sind dann Kackmobs hier. So, 17,8 K-Attack. 17,7 K-Attack. Und wie viel Decks? 300 Decks, lol. Genau, weil wir können das schon anziehen. Was haben wir aktuell in Effekten? 4 Teile bringt uns nochmal 40 Decks. Attack Speed, okay. Da wird aber zumindest diesen Debuff ausgeglichen. Und genau, 5 wäre natürlich dann super halt für die Additional Damage und dann nochmal, ach und 40 STR sogar. Und 6 Teil wären schon 35% Crit-Schaden, okay. Das ist natürlich dann schon extrem. Also dann wirklich GG. Ich muss gerade unser Inventar schon voll. Level 13 bei Invasion erreicht vom Level hier, vom Crafting-Level. Genau, dann brauchen wir die Teile auch nicht mehr. Effektiv. Können wir verkaufen oder so. Keine Ahnung, oder verschenken. Ich bin zu selten online. Deswegen, keine Ahnung, wahrscheinlich eher verkaufen. So. Okay. Ja, ein bisschen Attack haben wir eingebüßt, aber ist okay. Noch zumindest. Und ja, mit dem nächsten Teil haben wir schon einen ziemlich großen Bonus. Es hat gerade nur noch ein einziges Teil und wir sind schon besser dran als aktuell. Und mit 2 Teilen hat er mit Crit-Schaden und so dann halt, ja. Und noch ein Teil mehr, also gut, wir bräuchten dann halt ein Set-Teil und so. 15% PvE-Schaden. Ja, okay, das wird schon echt krass. So, komm, drop was, los. Och, wir droppen immer das Gleiche. Schade, okay. Wir farmen aber nochmal einen Run. Shroom. Und direkt wieder rein. Genau. Ja, jetzt will ich es wirklich wissen, also. Weil das kann ich auch rauslassen. Den Nackel kann ich auch raus, merke ich gerade. So einiges kann ich raus hier. Ich weiß nicht, sollen wir das mal wieder mit AOE versuchen irgendwie? Testen. Ach, die haben ja Range Attacks, haben wir gesagt, ja. Deswegen funktioniert das mit AOE nicht wirklich. Ja, wir werden es bereuen. Komplett.
Ja, blöd gelaufen. Ach man. Und wieder ein Perrin mehr. Wir haben jetzt aktuell 5 Perrins. Nice. Ach, diese Kackmobs nerven. Ja, wir killen die Bonobon. Ich meine, wir sind gerade mal 20 Mobs, die uns gekillt haben. Bringt's halt gar nicht einfach. Genau. Hier ist auch ein guter Spawn, by the way. Man droppt irgendwie auch ganz gut irgendwie die ganzen anderen Sachen, so die ganzen anderen Items und auch die Gelddrops finde ich okay. 44k aktuell. Gildis droppen wir. Irgendwelche Magic Mushrooms und whatever. Und vor allem Oris und Moons. Ich glaube, wir haben zwar jetzt erstmal genug, aber. Naja, die Frage ist halt, also, wann hat man halt wirklich in Flife genug Oris und Moons? Gefühlt halt einfach nie. Was bringt denn das ja eigentlich? Ach so. Nee. Ja, dann. Ja, wir brauchen erstmal das komplette Set, damit das dann Sinn macht, das andere zu setzen. Nicht, dass wir dann halt weniger haben als vorher, das wäre natürlich auch wieder blöd. Weil ich habe gerade überlegt, vielleicht ziehen wir halt schon ein paar Rowdy-Teile anderen von dem anderen Set, aber das macht keinen Sinn. Ja, hätte ich es gewusst, hätte ich jetzt nicht die ganzen Gigs damals gefarmt, sondern hätte einfach diese kleinen Mopse gefarmt dafür. Für ein Mystical Kratos Set. Aber das wusste ich halt nicht. Aber ja, ist halt egal. Man kann ja auch mal irgendwas falsch machen oder einfach mal, weiß ich nicht. Was Dummes machen, ist auch okay. KP. Achso, die ganzen Buffs sind jetzt weg. Stimmt, deswegen. Jetzt haben wir auch einiges weniger Attack auf alle Fälle. Okay. Genau, Vault Buff. Den level ich gerade wieder hoch. Ja, es ist echt unlucky vom letzten Mal, dass ich das halt irgendwie verkackt habe. Hat uns wirklich schon einiges an Schaden gekostet und auch an HP, glaube ich, und an allem einfach. Ja, naja. Kann man nichts dran ändern. Jetzt haben wir jetzt 95 Mobs schon wieder. Ist halt auch so krass abhängig, wo man halt einfach diese Mobs farmt. Könnte es auch ein bisschen weitergehen dahinter. Da ist halt dann, glaube ich, ein bisschen mehr los. Hier vielleicht? Schaut ganz gut aus hier. Was gerade ein Discord-Sound? Nee. What the fuck? Geht euch das auch so, dass ihr irgendwie teilweise Discord-Sounds hört, also Nachrichten-Sounds, obwohl da halt gar nichts war? Also mir geht es irgendwie die ganze Zeit gefühlt so. Bin mir nicht sicher, warum. Ganz eigenartig irgendwie. So, ein paar haben wir noch. Ja, ich überlege auch gerade. Haben wir noch so viele, haben wir noch Scrolls übrig eigentlich? 128. Wir müssten halt vielleicht auch wieder daily die Quests machen dafür. Wait, da ist ein anderer Spieler? Nee, hä? What? Leute, das ist ein Wilds, okay. Flife Maps sind auch immer so geil. Einfach komplett buggy. Ich krieg schon mal einen halben Herzinfarkt, wenn ich dann sehe, dass ein anderer Spieler im Dungeon. So.
So, ein paar haben wir noch. 13 noch, 12, 11, 10. Ah, gehen wir schon mal rüber. Ah, warte mal, wo müsste man? Da müsste man. Ja gut, hier wäre ein besserer Spawn gewesen, merke ich gerade. Oder die wandern. Vielleicht wandern die Spawns auch ein bisschen. Aber hier sind wir generell ziemlich gut irgendwie. Nächstes Mal fahren wir einfach dann da hinten. So, zwei noch. Eine noch. Boah, ich bin einfach so gespannt. Ich bin gespannt, was an Schaden vor allem drin ist. Vor Master. Ich meine, gut, wir haben jetzt wirklich einen krank guten Knuckle einfach und so. Und ich meine, Schmuckset, das kann man eh nicht abnehmen. Von dem her ist es dann schon das beste Set. Ist halt abhängig von uns, klar. Aber abgesehen davon, ich meine, für das Schild haben wir auch ewig lang gefarmt. Also Schild ist wirklich 10 von 10. Ja, ansonsten ist er echt in Ordnung. Okay, mit beiden Bossen ist gerade echt super unlucky das Ganze. Ich habe gerade nicht aufgepasst, dann war auf einmal der zweite Boss da. Das war jetzt nicht so wirklich der Plan. Wir können doch einfach mal hier stehen und einfach diese Mobs abfarmen, oder? Das überlege ich gerade. Einfach so AFK farmen. Also nicht ganz AFK, weil es wird ein bisschen verboten, aber... So semi-AFK? Oh, Necklace, let's go! 300 additional damage bringt die. Komm. Komm. Ach, wegen dem Scheißding. Jetzt. LOL? LOL? Hä, wie? Hä? 20k Attack? Wait, wegen 40 SCR? Ah, 56 Attack waren es mir. Das waren gerade 3k Attack unterm Strich. 3k Attack mehr. Holy shit. Holy shit, das ist extrem. Warte, macht das vielleicht eigentlich sogar Sinn, wenn wir... Wir kriegen 10% mehr... Hä, warte mal. Okay, 15% Attack ist halt ein starkes Argument. Ich überlege gerade, macht gerade das Rowdy-Set vielleicht nicht sogar mehr Sinn, wir kriegen da 30% Crit-Schaden, vom anderen kriegen wir gleich schon 35% Crit-Schaden. Ich meine, mit Schild, noch mit Schild dazu, dann hätten wir halt 65% Crit-Schaden und 20% PvE-Damage. Verlieren würden wir... Wir hätten sogar 5% mehr Crit-Rate, by the way. Lol, wir hätten halt einfach nur 15% Attack weniger. Aber dafür halt 30% mehr Crit-Schaden. Ja, lol. Scheiß auf das andere Set. Oder? Lol, das ist eigentlich voll geil. Wir brauchen das andere Set gar nicht mal. Ich glaube, das haben die gar nicht bedacht. Ein normales Roadie-Set und so eine 6er-Kombo damit ist halt viel besser. Beziehungsweise 7er-Kombo. Ist halt wirklich viel besser. Es ist halt unglaublich viel besser. Es ist halt viel, viel, viel besser. Es wäre eigentlich blöd, das Gratis-Set sich zu holen. Merke ich gerade so. Warum sinkt unser AOE-Damage eigentlich? Lol. Das einzige Problem ist halt, wenn wir das Schild nicht nutzen können. Und das Schild bringt uns halt wirklich schon einiges an HP und so. Und dann SCR, Stats und Co. Ja, Das Schild ist halt wirklich das große Problem. Ansonsten wäre es halt echt eigentlich so sonst besser. Andererseits, wir könnten auch ein anderes Schild nehmen und einfach SCR reinsockeln. Das bringt, glaube ich, trotzdem nicht so viel, oder? Ja, es wird schwierig. So, drop uns doch noch irgendwie einen Earring, dann bin ich happy. Ah, nicht ganz. Okay, aber das ist schon sehr zufriedenstellend, das Ganze. Lass uns nochmal ganz kurz schnell ein bisschen überlegen. Gratis
Rowdy. Es ist doch so, oder? Ja, genau, es ist so. Es bringt auch nicht mehr Death oder so. Hä, lol, ja easy, dann scheiß auf den scheiß auf das Set. Ohne Witz, scheiß auf das Set. 250 AP. Ja, okay, gut, das bringt halt dann. Also AP-mäßig würden wir halt einbußen haben, wenn wir halt das andere Schild nutzen. Aber auch ganz ehrlich, so scheiße 15% Attack. Dafür haben wir halt viel mehr HP. Viel mehr HP. Und das Ding kann man immer noch sockeln. Und das Ding ist auch gut erweckt und so. Nee, das machen wir so. Wir haben einfach unser Roadie-Set. Wisst ihr was? Das machen wir direkt, oder? Warte mal, reicht's noch für einen Run?